Servus Leute, herzlich willkommen zum nächsten Stadion-Vlog. Heute ein ganz besonderes Spiel. Unser Verein, die Spielvereinigung Fürth, wird 120 Jahre alt. Auf jeden Fall eine sehr lange Zeit und wir spielen auch heute im Sondertrikot. Ich kann es euch gleich nochmal genauer zeigen. Ansonsten müssen wir eigentlich heute schon gewinnen, damit wir irgendwann erzählen können, wisst ihr noch, wo wir 120 Jahre alt geworden sind, haben wir den KSC so und so hoch besiegt, aber... Nein, es wird heute, glaube ich, kein hoher Sieg, aber Hauptsache, wir holen das Ding und dann bin ich mal gespannt, was heute wird. Ich würde mal sagen, ich zeige euch jetzt das Trikot mal genauer und ich finde es auf jeden Fall sehr geil. Mal schauen, was ihr dazu sagt. Also so sieht es auf jeden Fall aus. Kleeblatt ohne Kreis drumherum. Hier noch ein paar Bilder von damals. Und Aufstieg ist sogar auch mit drin. Hier von 2012 und von 2021. Hier noch 120 Jahre. Ich finde es sehr geil. Ich bin auf jeden Fall ein sehr großer Fan von Kragentrikots. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Hier auf jeden Fall noch die Bedeutungen der ganzen Bilder. Ich finde es auf jeden Fall sehr geil gemacht. Hier die zwei Aufstiege noch. Den hier habe ich miterlebt, den Rest leider nicht. Ich glaube, bei vielen war es so, die haben vielleicht noch den Aufstieg hier miterlebt von 2012. Aber ich auf jeden Fall nur den einen. So sieht auf jeden Fall das Trikot aus. Ich finde, es ist gelungen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Stadion wieder. Choreo wird es bestimmt auch geben. Aufstellung zeige ich euch dann. Und die ganzen Einblicke vom Stadion. Freunde, Aufstellung habe ich natürlich auch da für euch. Urbik im Tor. Leider nicht mehr Linde. Ich fand Linde eigentlich letzte Woche sehr gut. Dietz, Michalski, Itter. Kennt man ja eigentlich von letzter Woche. Gieselmann, Asta, Green. Kio freut mich auch wieder, dass er in der Startelf ist. Der war letzte Woche sehr stark. War halt leider ein ärgerlicher Elfmeter, aber sonst war er auf jeden Fall gut. Branimir, wie man es kennt, Lemperle und Abiyama wie letzte Woche. Wagner und Gideon auch wieder dabei. Ich freue mich auf jeden Fall. Hier ist doch schon unser Prachtstück. Gleich sind wir auch endlich drinnen. Wir sind ein bisschen spät dran, Leute. Ich habe meine Dauerkarte vergessen, aber habe es jetzt zum Glück regeln können. Bin jetzt drin. Ich bin auf die Choreo gespannt. Ich gehe jetzt mal rein in den Block und gebe euch dann die Einblicke von der Choreo vom Spiel. Und hoffentlich mit einem Heimsieg. Mein Tipp ist heute ein 2:0. Torschützen würde ich sagen, Abiyama und Hergota. Oder 4-0 Ecken nach 5 Minuten und die Führung, wie ihr gesehen habt, wir haben es natürlich wieder drauf. Nicht wie gegen Hannover, kein einziges Tor drauf. Gegen Pauli gab es ja leider keins. Wichtiges 1-0. Hat das Tor leider gezählt. Ich habe es nicht genau gesehen, aber warum er sich das so lange anschauen muss, verstehe ich überhaupt nicht.
Ich hab's euch doch gesagt, Dixon macht heute ein Tor. Und wir sind sowas von da. 2-1, wir machen auch gleich noch eine Kiste. Genau dann, wenn ich sag, dass Lemperle nicht trifft, trifft er natürlich. Aber bei Dixon habe ich recht. Karlsruhe hat jetzt 2 gelbe Karten in den letzten Minuten bekommen. Also könnte auch nochmal Glück für uns sein, wenn die vielleicht noch eine rote bekommen, wie gegen Paderborn. Also jetzt nach 25 Minuten 2-2 schon wieder leider. Ich glaube, dass wir es trotzdem gewinnen, aber da kann Urbik halt nichts machen. Gab ja vorher schon auch knappe Situationen für KSC. Wir haben die immer noch gut im Griff eigentlich. Abiyama hätte ja noch das 3-1 machen können. Das holen wir schon noch. Freunde, nach dem 2-3 habe ich mich nicht gemeldet, weil ich dachte, da passiert nichts mehr. Aber ihr habt es gesehen, das Tor von Karlsruhe hatte ich drauf. Jetzt dann den zweiten von Dixon Abiyama auch wieder. Von Fürth alle Tore drauf. Das ist doch schon mal gut. Aber wir brauchen noch eins zum Sieg. Und ich glaube, das können wir schaffen. Das ist auf jeden Fall mal ein spannendes Spiel. Also wenn wir das 5-4 gewinnen sollten oder irgendwie sowas, dann habe ich auf jeden Fall nichts dagegen. Ich hoffe, das wird heute was. Besonderes Spiel heute. Und dafür auch viele Tore heute dabei. Green leider jetzt gelb-rot. Das kann ja noch was werden. Letzte Woche im Derby, Michalski mit dem Tor. Wir haben alle 3 Tore diese Saison von Michalski drauf, die er gemacht hat. Und jetzt in Unterzahl 4-3. Wenn wir jetzt noch eins machen, sind wir abgesichert. Also noch ungefähr 12 Minuten plus Nachspielzeit. Das müssen wir jetzt noch überstehen in Unterzahl, aber sollten wir hinkriegen. Wir sind gerade gut in Form. Ihr habt ja gesehen, Petkov, Haddadi und Wagner kamen rein.
das Kleeblatt international von Porto aus nach Liverpool, über Belgrad bis nach Istanbul. Leute, ihr habt's gesehen, wir haben den Heimsieg mitgenommen, in Unterzahl eine halbe Stunde gespielt und trotzdem gewonnen, noch ein Tor gemacht, zu der Zeit stand es ja 3-3. Michalski, drittes Tor nach 200 Minuten, glaube ich. Für Dixon freut's mich natürlich auch, dass der zwei Tore machen konnte. Lemperle endlich auch wieder ein Tor. Nach dem Halle-Spiel ging's ja fürs Kleeblatt bisschen bergab, im Derby war dann wieder eine gute Leistung. Und jetzt sind wir wieder da, würde ich sagen. Aber die Jungs müssen natürlich die Woche hart trainieren, damit es in Elversberg was wird. Die haben 3 Siege in Folge, wird natürlich auch nicht leicht. Aber ich hoffe, das können die Jungs holen. Und da hoffe ich, der Vlog hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Abo da, ein Like und kommentiert mit Hashtag 7, wenn ihr mehr Stadionvlogs sehen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke für euren Support. Und zum Abschluss nochmal mit dem Sondertrikot.